spannend. Jetzt haben wir eine etwas größere Umbauphase. In der Zwischenzeit werden wir wieder hier im Hintergrund versuchen, euch lustige Anekdoten aus unserem Leben hier auf dem Feld zu erzählen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich ja aus Deutschland. Genau. Genau. Von Berlin angereist ist sie. Wirklich hoch aus dem Norden mit dem Zug. Und das erste Mal in der Schweiz bist du ja. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Genau, cool. Was wir natürlich nicht dann, womit wir dann nicht uns halten konnten, mit ihr jeden Tag ein neues Wort zu lernen. Und darum, Sadia, was ist dein Lieblingswort in diesen 3 Tagen geworden aus dem Schweizerdeutschen? Also eins, ich habe jeden Tag mindestens 2 neue Wörter gelernt. Das erste, was ich wirklich ganz bezaubernd finde, ist Heu. Ihr merkt, mit dem Akzent kommt es langsam. Dann fand ich natürlich auch sehr süß, aber es ist einfach niedlich, Nüni. Nüni. Und dann noch die Steigerung Zwüni. Znüni, genau, also das Zwischenfrühstück, ich habe es verstanden. Ja, genau, und dann die absolute Challenge haben wir sie natürlich dann auch. Aber ich muss sagen, sie hat es wirklich fast von Anfang an, also wirklich fast schon perfekt gehabt. Das war, kannst du mir sagen, Chuchichäschli? Chuchichäschli. Ja, ist auch klar. Also es war heute Morgen, dass wir das geübt haben. Wo sie mehr Mühe hatte, war mit dem Wort Odenvilussens. Ja. Das kriegt sie bis heute nicht hin, aber wir üben das nächstes Jahr. Die Lösung ist ODW. Genau. Cool. Gut, wunderbar. Die Umbauphase hat stattgefunden, ihr seid soweit. Wunderbar. Dann freuen wir uns auf das nächste Hardware-Projekt. Und zwar ist das der PET-Flaschenzerdrücker von und mit Simon und David. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema PET-Flaschenzerdrücker. Wieso kamen wir auf dieses Thema? Wir kamen darauf, weil nicht verdrückte Flaschen sehr viel Platz brauchen und auch solche, die nicht gut zerdrückt sind. Darum haben wir uns dieses Thema genauer angenommen. Am Anfang mussten wir überlegen, ob wir die Flaschen längs oder quer quetschen. Wir nahmen also eine Röhre, ein Stück Holz, eine PET-Flasche und einen Besenstiel. Dann drückten wir mit dem Besenstiel so lang, bis die Flasche verkleinert war. Also wussten wir, dann muss sie längs quetschen. Dann bauten wir eine PET-Flaschenzentrierung, damit die PET-Flasche gerade gedrückt wird. Wir haben noch Sägeblätter hineingetan, damit die Luft aus der PET-Flasche geht, weil es dann ein Loch gibt. Wir haben auch einen elektronischen Motor, damit man nicht die ganze Zeit muss stoßen oder drücken. Die Sägeblätter sind für das Loch, so wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben auch noch einen Einklemmschutz gemacht, damit man seine Finger nicht einklemmen kann. Jetzt zeigen wir euch einmal den Ablauf. Jetzt tue ich die PET-Flasche hier rein und würde den Einklemmschutz zumachen, aber weil wir es von hinten machen.
Jetzt kommt dann gleich die PET-Flasche raus. Ziemlich gut zerdrückt. Ja, am Ende soll das falsch aussehen. Das hier ist unser Logo. Weil wir die PET-Flaschen zerdrückt sind, haben wir eine zerdrückte PET-Flasche genommen. Das war unsere Präsentation. Cool! Es hat wirklich fast immer funktioniert. Das ist halt das übliche Doofe, aber ist ja cool. Also es funktioniert wirklich und wir hatten die Ehre, dass wir einen kleineren PET-Sack mitnehmen müssen zum Abfallcenter dieses Jahr. Was uns natürlich sehr freut und insofern hat sich die Maschine schon tausendfach gelohnt. Danke vielmals!